Hallöchen und willkommen zum 19., 18., keine Ahnung. Halt zu einem weiteren Part. Bin Weber der Sirax. Und geh bitte die Leiter hoch, hallo. So. Na. Es wurde doch ein bisschen heiß für dich. Nicht? So. Kann ich? Leck mich doch. Halt nicht. Was geht jetzt schon wieder vor sich? Na, ich fahr einmal mit dem Auto drüber, dann war's das. La 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 la
direkt rein in den Kampf. Alter, das muss doch wehtun. Oh, guck, guck! Das wollte ich eigentlich verhindern. Komm her! Brennt dein Arsch nieder, Junge! Du bist vielleicht ein Hetzkopf. Aha. Ja, wie schön die Wiese auch im Auto ist. La 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 la. Oh, guck, guck. Oh, sorry. Wollte ich nicht. Wollte keine armen Katzen überfahren. Alter. Immer schön auf der Straße bleiben, Sirax. Muss ich da überhaupt landen? Achtung! Ich bin jetzt an den Koordinaten. Ein Mann, Dr. Carlyle, gibt's nur um beim Bau von Biowaffen. Er weiß, dass es falsch ist. Wo Rex? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Sie wollen seinen Tod? Ja. Ein Attentat? Oh ja. Kein Problem. Ich weiß, es ist eine schreckliche Bitte. Das ist mein Job. Okay, Dr. Carlyle ist in der Shatner Station, einer Biowaffenfabrik auf einer nahen Insel. Es gibt einen Posten auf einem großen Feld über die Meere. Benutzen Sie den Heli-Begleiter dort. Missionsziel, Heli-Begleiter sichern. Geil, ich darf mit dem Gleiter fliegen! Was? Warum hat er eine Schlange? Jetzt reicht's mir aber! Nein, nicht den Gleiter. Alter, warum sind hier scheiß Schlangen? Hören! Alter, diese Kackschlange hier. Er ging genauso wie er kam. Schreie. Du bist jetzt aber tot. So, erstmal diesen Sauhaufen hier fisten. Die liegen sehr elegant übereinander. Alter, Scheißschlange. Bin ich überhaupt geduckt, oder? Ah ja, ich bin geduckt. Bin auch dumm. Feuerfest und kratzfest. So. Ja, dürfte ich bitte mal. Hallo? Ich dachte, ich dürfte mit dem Kleider fliegen. Ja. Jetzt auf einmal. Mit A und D. Aha. Ja, darf ich. Stark. Sagten Sie nicht was von Biowaffen? Wir wollten die Russen übertrumpfen. Wir hofften, das Drachenlot würde unsere Streitkräfte stärken. Doch dann entdeckten wir seine Wirkung auf normale Menschen. Es verwandelte sie in Wilde. Lassen Sie mich raten. Sie hatten vor, es Sloan wieder auszureden. Aber er hat nur mehr Raketen angefordert wie die roten Speere. Und er hat sie gestückt. Gegen den Ivan? Gegen alle Rex. Ich glaube, er zählt auf die ganze Welt. Und Dr. Carlyle hilft ihm dabei. Ich setze ihm und seiner Operation ein Ende, Doc. Niemand bedroht meinen Planeten. Warnung. Orte Gegner voraus. Ist mir doch scheißegal. Jetzt nicht mehr. Was? Wo bin ich überhaupt? Komme ich hier noch raus? Soll ich hier rein?
Warum ist hier überhaupt Wasser? So. Mein armer, armer Kleid. Stirb! Stirb! Nein! Das kann ich nicht schon wieder! Oh, Leute! Oh mein Gott! Oh! Alter! Warum ist da wieder so ein scheiß Krokodil drin? Oh Gott! Ja, ich hab's verstanden! Enter! Diesmal drücken wir auf den I, wenn uns wieder so ein Krokodil fressen will. Wir hofften, das Drachenblut würde unsere Streitkräfte stärken. Doch dann entdeckten wir seine Wirkung auf normale Menschen. Es verwandelte sie in Wilde. Lassen Sie mich raten. Sie hatten vor, Sloan wieder auszureden. Aber er hat nur mehr Raketen angefordert wie die roten Speere. Und er hat sie gestückt. Gegen den Ivan? Gegen alle Rex. Ich glaube, er zählt auf die ganze Welt. Und Dr. Carlyle hilft ihm dabei. Ich setze ihm und seiner Operation ein Ende, Doc. Niemand bedroht meinen Planeten. Kuckuck! Orte Gegner voraus. Daneben! Alter! Lalalalala! Ah, da ist ja noch ein Kleider. Aber ich bin diesmal gut. Zumindest besser. So muss das. Tschüss. Lalala, lalala. Ihr kommt hier nicht hoch. Alter, lasst mich doch mal in Ruhe. Dann bleibt bitte oben. Da sind Krokodile drin. Ich bin auf der Insel. Gehen Sie zum Sicherheitsposten, um die Hintertür der Anlage zu öffnen. Der Code ist 653-9X. Mission Hintereingang penetrieren. Warum ist hier Glas? Ich bitte um Aufmerksamkeit. Unsere letzte Handgranatenlieferung ist defekt und schaltet nur scharf, wenn Sie sagen, Granate unterwegs. Das ist kein Glas. Das ist einfach bloß ein bisschen Boden, das übersteht. Toll. Ich möchte Munition. Geht doch. Oh, sogar mit 20% Rabatt wieder. Ich habe versehentlich den Triggercode für Ihre Granaten über die Lautsprecheranlage verbreitet und diverse Granaten gezündet. Ich entschuldige mich bei allen, die verstümmelt oder getötet wurden. Macht Spaß zu brennen. Würde mich nämlich mal brennt interessieren. Nicht so. Scheiß die Wand an! Oh Gott! Kuckuck! Tja! Selber schuld!
Zack! Oh ja, schön warm. Und fruchtig. Ich nehme jetzt schon seit, keine Ahnung, über eine Stunde auf. Du bist jetzt ein Hotdog. So. Was machen diese Viecher hier? Die ist also nicht kaputt. Warum sind die überhaupt in Käfigen? Aua! Durch den Käfig! Hören! Schlampe! Was? Achso, da oben. Bis ich das übersehe. Bei der Arbeit sterben, na sowas. Was? Achso, da vorne. Eine Ladung verschossen. Nimm das! Alter, der Part ist schon wieder zu Ende. Nee, der Part ist schon wieder zu Ende. Nee, Tirax nervt! Gut auf. Alter, ich mag den Bogen. Ist für diese Idioten zumindest ein Stitkill. Halt den Schnabel, sonst verrätst du mich noch. Wirklich. Hä? Wo bist du? Gute Nacht, mein Prinz. Hier nicht einfach in den Arsch rein. Ach, egal. Ist hier noch was? Ein Gabelstapler. Mein Traum wird wahr. Kann ich den fahren? Nein, natürlich nicht. Scheißspiel, ey. Was ist? Hast du Hunger? Alter, der sieht geil aus mit seinen grünen Augen. Sloan! Deine Katze braucht ihr Mittagessen! Naja, egal. Oh, Sprengstoff! Oh, Munition! Ist das geil! Was bist du denn? Ja, mache ich gleich erstmal die Medizin. Ist auch wichtig. Gehen Sie weiter zum Laboreingang. Lalalala. Oh, da fällt mir ein. Ciao, ciao und auf Wiedersehen. Haha.